Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir fangen mal an mit einem kleinen Unboxing vom Jägerpaket, da wir aus dem Gulag gekommen sind. Endlos Magazine, Burgenscharfschütze, verbliebenen Jacke, okay, cool, als nicht Meister, als Abenteurerding, okay, mit jeweils einem. Nicht so spannend. Sie starten Munition, der Magazine und ungebundene Pfeiler, super. Interessiert mich absolut gar nicht. Aber ich dachte, wenn wir so ein Ding mal bekommen, können wir ruhig ein Unboxing machen. Am Start und am Ende eines Parts. Genau, und ich, also am Start einer Aufnahmesession und vielleicht am Ende eine Aufnahmesession, weil das muss hier immer wieder ins Menü gehen. Da habe ich jetzt persönlich auch nicht so Lust drauf. Die Ladebildschirme sind ganz schön leise, habe ich das Gefühl. Ich glaube ja. Aber das hier ist wieder relativ laut. Okay, wir haben hier gespeichert, nachdem ich Sachen gemacht habe. Ich habe irgendwas Lustiges gefunden, glaube ich. Ne, anscheinend nicht. Ich wollte jetzt erstmal hier hingehen. Wenn ich da hingehen kann. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Da, in die Richtung, ne? Genau, wir nehmen erstmal den Bogen in die Hand. Und dann gucken wir, ob wir diesen Leutchen hier helfen können. Okay, es hat geklappt. Immerhin. Wo war ich doch hier schon mal, oder? War ich in der Höhle? War ich da drin? Kommt mir so unbekannt vor. Was haben wir denn da unten? Kräuter. Kann sein, dass ich noch nicht war. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll oder wo der ist. Achso, ich soll hier weitergehen. Der ist hier unter der, okay, unter der Bahnbrücke und ist nicht da, wo das Ding ist, sondern das führt mich einfach nur dahin. Genau. Okay. Ja, ich bin auch noch zu drei gewöhnt, Mapner vielleicht. Dann können wir mal Giftfall machen. Weil wieso nicht? Also theoretisch hätte ich das nicht machen brauchen, weil ich finde doch bestimmt gleich hier so einen Schrank, den ich ausräumen kann. Okay, ich glaube, wir fallen in den Tod. Aber nö. Ist ja alles gut so. Irgendwas bei. Ne, bei der Bahnstrecke. Beim Bahnhof oder bei der Bahnstrecke hat der Questgeber gesagt. Schon, das war der Bursche, wo wir auch die erste Quest angenommen haben. So, eigentlich war mein Plan, das Baba Yaga DLC zu machen, aber das machen wir dann, wenn wir soweit sind, würde ich sagen. Moin Meister. Schön mit der Axt alles zerstückeln. Lautlose Axt und lautloser Kill. Was haben wir hier Schönes? Haben wir irgendwas Interessantes? Also hier haben wir auf jeden Fall was wahrscheinlich für den Rückweg. Denke ich mal. Diesmal nicht den Giftfall benutzen. Das weiß ich ja mittlerweile. Das hier ist irgendwie so ein komplett neues Gebiet, sage ich mal, oder? Ne, okay, wir sind auf der Außenseite von dem Ding. Gut, das wusste ich natürlich, dass wir hier sind. Wir sollen da anscheinend rein. Und die haben den gesucht. Ich dachte, das ist hier noch ein komplett neuer Punkt. Ich war kurz verwirrt, ob das eine Person ist, aber ne. So, Geheimnisse aktualisiert. Gut, wir haben. Was bist du denn? Ein Krypta-Eingang. Was soll das denn? Krypta? Also, okay. Krypta ist, glaube ich, so eine begriffene Stätte oder sowas, kann man so sagen. Also Grab, keine Ahnung. Aber warum gibt's das hier? Okay, ist ein Dokument. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall rein. Das heißt, ich würde sagen, wir wuseln erstmal in diesem Part hier wieder zurück. Und hier sind wir wieder in dem. Ja, wo sind wir hier? In welchem Gebäude ist das? Ah, okay. Hier hab ich irgendwas weggesprengt, glaube ich. Nee, nicht weggesprengt, ich habe da die Leute erschossen mit dem Revolver. Oh, okay. Vielleicht sollte ich hier nicht so lang laufen. Au. Ja, das lief nicht so erfolgreich. Aber wir erwarten, dass er es nicht hört. So, was haben wir noch zu tun?
Soweit ich jetzt erstmal sehe, nichts. Aber hier kann ich dann... Achso, ich will was aufbrechen. Okay. Ich werde sie hier rausholen. Hallo, Freunde. Kann ich helfen? Okay, ich dachte gerade, ich habe hier so einen Großsymbol, dass das Gegner sind, aber nee. Erst mit Damo befreien, dann den Bua. Wir schlagen die uns tot. Oder sie laufen einfach weg. Okay, Entdeckung bleiben und weiter. Wir verdanken ihnen unser Leben. So, irgendwer, den ich noch looten kann, den habe ich erschossen, den habe ich erschossen, den habe ich ja direkt gelootet durch den Nahkampfkill. So, ihr findet selber raus. Anscheinend. Das heißt, ich würde jetzt nochmal zurückgehen, weil wir haben noch neues Loot gefunden. Und als nächstes würde ich dann mit dem Baba Yaga DLC anfangen wollen. Weil, wie gesagt, man kriegt da irgendeine lustige Waffe oder eine gute Waffe oder sowas und ja. Wenn man es am Ende macht, dann ist es Perlen von die Säue, weil die sind komplett nutzlos. Weil du brauchst ja nicht mehr. Warum habe ich jetzt lautlos bekommen? Und wie komme ich jetzt zurück? Ich hab's vergessen. Also wir sind hier runtergerutscht, ja, aber gab's ja keinen Rückweg? Das ist blöd. Das heißt, wir können da nicht hin und müssen uns dahin porten, wenn ich das richtig verstehe. Naja. Ist ja, glaube ich, auch nicht so weit zum Glück. Da sind wir jetzt reinkommen, also am Dietrich, dann sind wir hier durch und hier war dann der große Kampfraum, meine ich. Also das heißt großer Kampfraum. Man hätte sich ja perfekt durchstyfen können, aber ich habe es nicht gemacht. Ja stimmt, ich habe hier irgendwas abgefackelt und ich glaube, ich habe auf den Generator geschossen und dann ist das alles hier hochgegangen und es war nicht so lustig für alle Beteiligten. So, hier vorne haben wir das markiere ich mir mal schnell. Ich überlege auch gerade, wir gehen dann erstmal zurück, geben die Quest ab. Und von da aus porten wir uns dann und nicht von hier oben, weil das macht gar keinen Sinn. Weil dann kriege ich vielleicht noch was Cooles von den Burschen. Und dann können wir das einfach auf dem Rückweg machen, sage ich. Also, wir gehen dann zurück, müssen dann nicht hier nochmal hinporten. Da vorne ist das Ding. So, Holz haben wir auch mit, warum nicht? Ach, den treffe ich sowieso nicht. Also ich hätte ihn vielleicht sogar getroffen, aber nee. Da vorne, okay. Ich muss sagen, diese Dinger sind echt nicht so belohnt. Also man kriegt ein bisschen was klar, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach, dafür, dass das versteckte Sachen sind, ist halt so, als würdest du einen Baum looten. Kann man halt machen, aber wie gesagt, ist nicht so nützlich. Findet das Holz das eigentlich gut, wenn man da so lang rutscht? Also bei Metall sage ich ja, okay, Metall ist halt stabil, aber Holz auf Dauer, weiß ich nicht. Haben Sie sie gefunden? Jo. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Kommt doch an. Ja, ach, schon das Infiltrier-Outfit. Guter Sonder. Samariter-Achievement erhalten. Wahrscheinlich für die drei Quests, die wir gemacht haben. So, hier unten war das Lager. Ich kann die Maus nicht bis kann ich die Maus hier bewegen? Ich kann sie einfach nicht bewegen, kurz. Ich wusste, dass ich es nicht hätte machen sollen. Aber ich wollte es. So, haben wir was Neues? Oh, wir haben zwei Fähigkeiten. Wo kriege ich die mal her? Ich weiß das nicht. Da will ich aber noch was haben. Lautlose Landung, sehe ich mich nicht. Feldsanitäter brauche ich auch nicht so unbedingt. Ausweichkonter benutze ich sowieso nie. Jäger. Ah, fixiert zwei für Bogenschüsse. Zwei Pfeile. Also das sehe ich tatsächlich noch als ganz cool. Kill von oben. Je länger die Ketten, desto höher der Bonus. Okay. Während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Zeit Pfeil gleichzeitig. Rote Symbolziele zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt den Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Okay, und wenn ich das abbrechen möchte? Wahrscheinlich bricht dann einfach das ab. Genau, und das finde ich auch noch cool. Finesse. Und was noch ganz in Ordnung ist, ist das hier, finde ich. Was man einfach dann sieht, wenn man sie auf den Kopf trifft. Okay, Plünderer sollte ich mir auch noch überlegen. Tierische Instinkte. Ah, okay, das kann ich auch noch machen. Also ich würde sagen, als nächstes dann das, das und das. Also drei Skillpunkte schon verplant. Können wir was Cooles machen. Waffen-Upgrades.
Wir können unsere Axt upgraden. Was gibt's denn hier Neues? Oh, das hier. Wickelter Griff. Ja, gepanzerte Pfeile nie erschlagen, okay. Ich find's cool, dass auch die, ich sag mal, DLC-Waffen oder die anderen Outfit-Exe darauf angepasst sind. Warte mal, was ist das? Griffentwicklung. Sofortiges Aufstellen. Das ist natürlich cool. Und hier brauche ich aber noch fertiges Werkzeug und wickelter Griff. Nahkampf-Kombos. Okay, ja. Aber das sehe ich gerade nicht. Pistole, Revolver, Gewehr. Da kann ich was machen. Was kann ich denn hier machen? Schaden ist natürlich immer gut. Nachladeschwindigkeit ist auch nicht schlecht, aber Schaden sehe ich mich eher. Präzisionslauf. Genau, den Rest können wir nicht machen. Wir können die Axt immer noch machen. Da kann man machen, was noch schnell. Warum nicht? Dann geben wir hier so einen wickelten Griff. Dann können wir als nächstes das hier machen, wenn wir dann das Fertigungswerkzeug haben. Und jetzt wollte ich Schnellreise machen. Ich wollte nämlich nach hier. Genau. Okay, Krypta-Schätze gibt es zwei Stück hier und einer ist davon da. Ich finde halt komisch, Krypta wird so gar nicht erklärt und dann finde ich einfach so einen Rucksack und sagt, ja, hier ist so Krypta, mach mal. Okay. Also optional Gräber kennen wir ja aus dem ersten Teil, also ist der Trilogie-Teil natürlich noch. Aber den Rest? Krypta? Nö, noch nie gehört. Ach, sag ich mal, Manöver. Okay, wo sind wir hier? Ja, ich kann gerade nicht denken. Ja, ich weiß so, danke Spiel. Okay, direkt neben mir ist was? Okay, hier. Ich markiere mir die trotzdem mal gerne auf der Karte, auch wenn ich das eigentlich mir denken könnte, wo sie ist. Wo sie sind, besser gesagt. Ah, hier kriegen wir auch eifriger Lerner für. Okay, das ist natürlich cool. Dann haben wir da noch Krypta. Du bist da unten. Ja. Ist halt die Frage, ob ich überhaupt reinkomme, ne? Ich glaube, ich habe doch schon mal so ein Ding gesehen, das wird dann zu, oder? Den kleinen Hase erstmal mit einer Ladung AK-Munition vollballern. Oh, das ist tatsächlich versteckt. Das habe ich nicht gesehen vorher. Ha. Was hab ich gerade. Okay, ich hätte es erwartet, dass es zu ist. Ich muss sagen, Fackel finde ich tatsächlich cool, also vom Optischen her. Als diesen Glowstick. Ich finde es gut, dass wir einen Glowstick haben, der einfach wieder ausgeht. Ich hätte erwartet, dass das hier aufsammelbare Holzstecker sind, oder sind es nicht? Schade. Okay, dann können wir hier noch reingehen. Gucken wir uns die Krypta an. Sind hier Monster drin? Ich sehe wieder byzantinische Münzen. Und hier ist noch ein Griechisch. Kokos von Nicea, der Astronom. Okay. Schade, dass ich markiert wurde. Ich habe das zum Glück gefunden. Ich gucke hier ein bisschen mit dem, keine Ahnung, wie heißt das? Survival Instinct um. Damit ich auch nicht so viel verpasse. Und weil ich auch nicht so viel sehen kann im Dunkeln. Okay. Da vorne ist Loot. Also hier Minecraft spielen. Was haben wir hier? Oh, Junge, ist das schon wieder verwirrend. Ich hasse es, wenn es 1000 gehen gibt und ich weiß nicht, wo es lang geht. Oder wo ich lang gehen soll. Okay, das ist glaube ich der Krypta-Schatz. Ich habe irgendwie Angst, ihn aufzusammeln. Und dass dann irgendwas Blödes passiert. Und dass ich dann rausrennen muss und dann nicht mehr reinkomme. Das ist glaube ich nicht, weil sonst könnte man ja nicht 100% machen. Aber ich weiß gar nicht, wie das beim Tauchen dann wäre in dem einen Grab. Ist das das Grab des Propheten? Nö, ist einfach nur irgendein random Typ. Antiker Bogen. Ersten Teil gefunden. Okay. Warum nicht? Ja. Dann haben wir die restlichen Wege noch anzugucken. Ein Dokument fehlt hier auf jeden Fall noch. Okay, ich kann da hoch, ich kann hier runter. Hier runter ist aber nichts. Schade. Hier sind noch Münzis. Da ist glaube ich noch Holz. Oh,
Und hier wurde eingemauert. Warum auch immer. Also vor allem, die hatten ja auch Waffen. Also wenn die wirklich gelebt haben, sage ich mal. Also müssen sie sich ja freiwillig reingelegt haben, ansonsten hätten die ja dagegen kämpfen können. Weil es Unbewaffnete wären, die da einfach eingeschlossen wurden, die halt sonst, ja, normal getötet worden wären. Kann natürlich einfach sein, dass sie da einfach getötet wurden hier und daraufhin dann begraben wurden. Aber es sah halt irgendwie ein Grab aus, irgendwie mehr so aus, als hätten die sich, also wären die einfach eingesperrt gewesen. Okay, hier ist dann noch so ein Ding. Das habe ich auch gerade schon gesehen und dann wahrscheinlich hier irgendwas machen, um weiterzukommen. Ne? Ich tippe auch, dass ich diesen Sprung nicht schaffe. Oh doch. Cool. Habe ich nicht erwartet. Da gibt es eine Karte mit Sachen. Ah ne, ist ein Dokument. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Okay. Kann er es nicht sowieso im dunklen Winter die hellen Sterne sehen? Ich weiß ja nicht, aber für mich klingt das so. So, dann haben wir das gemacht. Ne, fallen lassen möchte ich mich tatsächlich. Und ich möchte hier runter gucken, was es hier noch gibt. Da würde ich irgendeinen Grund haben. Ich habe gerade ein Geräusch gehört, aber zum Glück nicht. Okay, bis dann hier eine Münzen wollen die alle haben. Also nicht alle, der Händler möchte die haben. Er möchte alle byzantinischen Münzen haben. Auch wenn ich es ein bisschen komisch finde. Ich meine, klar kann die bestimmt ein paar Archäologen verkaufen. Aber ich glaube, der Markt dafür ist nicht so gigantisch. Aber ich kann mich natürlich irren. Weil der wollte ja nicht zurückführbares Geld haben. Wir können einfach Bitcoin nehmen. Obwohl Bitcoin ist ja... Ich weiß nicht, ob es wirklich komplett... unverfolgbar. Ich glaube, man kann da schon irgendwie grob was rausziehen, wenn man nicht so wirklich vorsichtig ist. Aber gefährliches Halbwissen. Ich bin nicht so im Krypto-Ding drin. So, dann hier durch. Achso, das ist ja der Weg zum Hauptweg zurück, den ich komplett übersehen habe vorher. Das heißt, das hätte ich theoretisch schon direkt am Anfang des Spiels machen können. Ich habe es einfach nicht realisiert, dass es da irgendwas gibt. Okay, und dann ist da hinten was. Genau, das war ja auch der Weg. Was war hier? Gab's hier überhaupt was? Ne, hier ist eine... Ich dachte, da könnte ich durchgucken. Habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Hier waren ja Leutchen. Die habe ich ja getötet. Und dann müsste es... Okay, hier sein. Ich hätte weiter links gesagt, aber naja. Okay, gibt halt schon hier gerade ein bisschen mehr Loot. Das finde ich ganz gut. Okay. Okay. Das Ding hatten wir vorher nicht. Ist halt die Frage, was ich damit machen soll. Also wohin? Aber warum? Achso, ist das einfach nur Rückweg oder was? Aber warum soll ich das wollen? Da sind wieder Gegner. Okay, ich habe einfach mal losgelassen. Ich dachte schon, ich hätte den Skill, aber ich habe ihn noch gar nicht. Okay, warum hat der jetzt so einen Marker gehabt? Okay, da hätte ich noch sprengen können. Wusste ich natürlich. Und hier habe ich mal eine... das hätte ich jetzt so eine Sprengfalle noch machen können. Irgendwie einfach nur irgendwo hinschmeißen. Ja, Pistolenmunition so war da drin, nehmen wir natürlich gerne mit. Da auch. Ah, Shotgun-Munition. Ich glaube, die hatten wir bisher noch nicht. Was bist du?
Ja, warum soll ich das? Also, ich kann damit Leute ablenken, aber warum? Also, ich verstehe gerade den News. Also, doch, ich verstehe es. Aber ich frage mich halt gerade, wieso hier, weil hier ist ja gerade gar nichts. Also, ich hätte mich so hier wegporten können, aber hier auf dem Weg gab es ja noch was. Und dann dachte ich, ich erschieße die ganzen Leute hier mal. Wo ist das nächste Lager? Das nächste Lager wäre da hinten wieder, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich sogar kürzer, wenn wir einfach den normalen Weg gehen. Oder wir machen es ganz anders. Ich gehe den Weg einfach zurück. Und ihr seht einfach am nächsten Part, wenn wir uns dann wieder hier treffen. Oder am besten gleich hier. Weil dann kann ich gleich Baba Yaga weitermachen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.